Durch Gelenk- und Knochenerkrankungen, Abnutzungen oder Verletzungen können Schmerzen und Entzündungen im Knie entstehen. In der Folge einer Entzündung oder eines Traumas kann es auch zu einer pathologischen Ansammlung von Flüssigkeit im Inneren eines Gelenkes kommen. In diesem Fall spricht man von einem Gelenkerguss. Die Gelenkflüssigkeit ist zwar für die Schmierung der Gelenke äußerst wichtig, doch wenn zu viel davon vorhanden ist, entstehen schmerzende Schwellungen. In diesem Fall sind verschiedene Maßnahmen zu treffen, um die Beschwerden zu lindern. Dabei können auch natürliche Entzündungshemmer sehr hilfreich sein. In unserem heutigen Artikel stellen wir die 5 besten entzündungshemmenden Naturmittel vor, von denen auch du profitieren kannst. Die Kombination von Kurkuma und Ingwer ergibt ein stark entzündungshemmendes und entwässerndes Mittel, das Schmerzen lindert, die durch die Flüssigkeitsansammlung im Knie entstehen. Mit diesem Hausmittel wird nämlich die Produktion von entzündungsfördernden Enzymen gebremst. Das Wasser zum Kochen bringen und Ingwer und Kurkuma dazugeben. Die Mischung bei geringer Temperatur 2 Minuten ziehen lassen. Danach absieben und mit dem Bienenhonig süßen. Trinke das Getränk über den Tag verteilt. Zweite Behandlung mit Avocadokernen und Aloe Vera. Diese Behandlung mit Avocadokernen und Aloe Vera wird äußerlich angewendet, um die Schwellung zu lindern. Damit wird die Durchblutung im Bereich der Knie verbessert, was sehr hilfreich ist. Trockne den Avocadokern und reibe ihn, bis du ein Pulver erhältst. Danach wird dieses Pulver mit dem Aloe Gel und dem Honig vermischt. Diese zähflüssige Paste wird sanft auf das Knie massiert. Lasse sie eine halbe Stunde lang wirken und spüle sie dann ab. Verwende diese Behandlung bis zu 3-mal in der Woche. Dritte Behandlung mit Olivenöl und Knoblauch. Olivenöl und Knoblauch sind großartige Helfer, um Entzündungen zu bekämpfen, die durch die Flüssigkeitsansammlung in einem Gelenk verursacht werden. Die darin enthaltenen Wirkstoffe hemmen die entzündlichen Reaktionen des Organismus und aktivieren die Durchblutung. So können die Beschwerden gelindert werden. Du kannst von diesem Hausmittel innerlich und äußerlich profitieren. Schneide die Knoblauchzehen in kleine Scheiben und gib sie in eine Glasflasche. Bedecke den Knoblauch mit Olivenöl und lasse ihn eine Woche ziehen. Danach nimmst du davon jeden Tag einen Esslöffel auf nüchternen Magen ein. Optional kannst du eine kleine Menge des Produkts nehmen, es in der Mikrowelle kurz aufwärmen und auf das Knie auftragen. Verwende diese Behandlung bis zu 3-mal in der Woche. Die entwässernden Eigenschaften des Löwenzahns sind bestens für die Behandlung von Schmerzen und Schwellungen geeignet, die durch die Ansammlung von Flüssigkeiten im Knie verursacht werden. Löwenzahntee wirkt schmerzstillend und spendet Feuchtigkeit. Damit kann die Steifheit der Gelenke gelindert werden. Darüber hinaus unterstützt dieser Pflanzentee die Ausleitung der angesammelten Flüssigkeit. Überbrühe den Löwenzahn mit kochendem Wasser und lasse ihn 15 Minuten lang ziehen. Trinke davon bis zu 3 Tassen täglich. Ein beruhigendes und entzündungshemmendes Mittel, um die Knie in kurzer Zeit zu entlasten, sind Kompressen mit Salbeitee.
Diese Pflanze fördert die Durchblutung der betroffenen Stellen und hilft bei der Ausleitung der angesammelten Flüssigkeit. Den Salbei mit kochendem Wasser überbrühen und ziehen lassen. Danach ein Tuch mit diesem Tee befeuchten, auf das Knie auflegen und 20 Minuten wirken lassen. Wiederhole die Anwendung jede Nacht vor dem Schlafengehen. Hast du entzündete Knie? Wähle eines der genannten Hausmittel, um die Symptome zu lindern. Wenn sich der Zustand nicht bessert, solltest du auf jeden Fall einen Arzt zu Rate ziehen.